Hallihallo, meine lieben Freunde, da sind wir zurück bei Let's Raid WoW und wir befinden uns hier am südlichsten Ende des südlichen Brachlandes über dem Versammlungsstein von Kral der Klingenhauer. Auf der Karte sieht das ungefähr so aus, hier unten im südlichen Brachland befinden wir uns hier unten und da steht's auch schon, Kral der Klingenhauer. Ja, ich würde sagen, wir eiern gleich mal Vollgas hinein. Ich muss das anders. So, und ab in die Instanz. So, hier gibt's natürlich wie immer jede Menge Quests. Und dann fangen wir auch gleich an. Wir werden heute mal den langen Weg gehen. Warte mal, funktioniert das, wenn ich hier das hier so mache? Kann ich mich dann einfach verkrümeln? Sehr schön. Ja, das macht ja immensen Schaden, du. Naja, die killen sich ja selbst. So, wenn man erst nach links geht, das ist zwar nicht der reguläre Weg und führt auch nicht zum Ziel. Und man muss den kompletten Weg wieder zurückeiern, aber... Es gibt halt nun mal Erfahrungspunkte und da hinten einen speziellen Mob, der unter Umständen auch etwas Nettes für den einen oder anderen mit am Start hat. So, du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Wo ist er denn, der Rocker? Wie heißt er? Da ist er. Roguk. Er hier. So, ich kann euch dann auch mal zeigen, wo sich das ungefähr befindet, indem ich dann hier jetzt einfach mal das Schwein hier töte. Wieso haben die hier alle Schaden? Ich habe doch alle einen Schatten. So, wir können hier mal gucken, ob es da irgendetwas Lukratives für uns gibt. Was willst du denn? Du bringst sie doch nur selber um, du Nase. Du jetzt auch noch, ja? So. Eigentlich müsste ich ja, warte mal, Interface schnell plündern aus. Gut so. Dann gucken wir mal. Na, er hätte ein Schwert dabei für einen 27er. Was? Zweihändig mit Beweglichkeit? Ja. Schon recht, schon recht. Ich stelle meinen Schnellplünder mal eben fix wieder an. Okidoki. Und zurück zum Spiel. Und dann beschleunigen wir das ganze Laufen mal, indem wir uns verwandeln. So, den Ort hier, den werden wir dann auch wiedererkennen, oder? Warte, nee, werden wir nicht. Nur ein Teil, aber nicht komplett. So, wie gesagt, wir eiern jetzt wieder zurück bis zur T-Kreuzung. Wieso haben denn die hier alle Schaden, die Schweine? Ach, hey. Ist mit dir nicht richtig. So, von hier sind wir gekommen und jetzt gehen wir den ganz regulären Weg. Schlachten uns heute mal nicht durch, sondern laufen ganz gechillt hier lang. Hier kann man ein bisschen Kräuterkunde farmen. Erze gibt es hier auch ein paar, was ich noch weiß. Kirschnern kann man natürlich die ganzen Schweine noch. Also die hier nicht, aber die vierbeinigen. Bin ich immer noch im Fight? Nee. Hier hat mal ein Mob eine ganze Zeit lang rumgebackt. Wenn man hier gestanden hat, hat er einen angegriffen und man konnte ihn nicht töten, weil er irgendwo im Boden war. So. Aber das haben sie, glaube ich, behoben. Wenn man dann hier hinten quasi ist, hat man dann zwei Wege. Also entweder, was es noch geben kann, ist, dass man hier quasi, wenn man niedrigstufiger ist, pullt. Und dann kommen die von oben runter gedackelt. Und dann gibt es hier zwei Wege. Entweder man geht gleich hier hoch, also quasi, wenn man hier hochkommt, rechts herum. Machen wir zuerst. Da freuen sich meistens die ganzen Stoffträger, wenn man zu dem Boss geht. Viele lassen ihn aus, viele Tanks, weil sie sagen, ist nichts für mich, brauche ich nicht. Aber an andere denken die dann nicht, weil A, EP, B hat er meistens so ein nettes Stoffding dabei. So. Das war der Boss und dann gibt es noch den Weg links herum und geradeaus. Wir wenden uns als erstes den Weg links herum. Da freuen sich dann meistens die Schurken, weil der hat meistens einen Dolch dabei, der Boss. Was waren das andere? Irgendwas hat er noch gedroppt, da komme ich aber jetzt gerade im Moment nicht drauf. Wie man sieht, hier ein paar verstohlene Kollegen. Die tauchen dann gerne mal aus dem Hinterhalt auf und fangen Stress an. Aber nicht mit mir, ne? So nicht. So, da ist er schon. Der Agern-Dornfluch, alte Socke, der spawnt ab und zu mal ein Eber, kommt aber hier nicht dazu. Mehr macht er nicht. Quasi Freeloot sozusagen. So, und dann wenden wir uns... Was willst denn du von mir? Ich war doch gar nicht bei dir in der Nähe.
So, dann wenden wir uns den Weg geradeaus zu. Dort freuen sich dann meistens die Tanks, beziehungsweise die, die Pikenträger. Weiter gibt es meistens eine, beziehungsweise zwei Piken, also hier Stangenwaffen und meist noch einen Plattenhelm. Ja, genau. So, nächsten Boss platt gemacht. Dann kann man eigentlich von hier oben erstmal die Jungs da unten kalt machen und dann geht's weiter. So, dass ihr ungefähr wisst, wo wir uns befinden. Hier auf der anderen Seite dieses Tors, da kann ich mal schnell hingehen. Da liegen tote Schweine, ein Zeichen unseres Wirkens. Das war da, wo der Roark-Typ stand, das Schwein im grünen Kleid. So, weiter unserer Wege geht es über die Brücke. Früher ist man hier ganz gerne mal runtergefallen. Schlechte Idee, weil da kommt man nämlich ganz zum Schluss erstmal hin. So, hier wieder ein paar Stealth-Typen. Und da steht er da? Nein, steht nicht da. Ab und zu steht hier nämlich ein Ramob rum. Heute aber nicht. Oder haben sie den rausgepatcht? Ich glaube nicht. Wie gesagt, Ramob nicht da. Egal. Ja doch. Da lang. Egal. Kann man aber auch machen. Wie gesagt, EP und Loot immer gern gesehen. Ich finde diese Höhenzeichnung der Schweine immer so lustig. Ja, ansonsten, hier drin kann man jede Menge EP abgreifen. Mit Account Equip kann man hier gut und gerne, wenn man die Quests auch noch abgibt, 2,5 Level machen. Wenn man dann auch noch erholt dazu ist, kann man da auch mal 3 machen. Wenn man dann natürlich auch noch dieses 300% EP Boost Trinket aus den Pandaria-Ländern hat, sind das auch mal gut und gerne 4-5 Level, was man dann in einer Instanz macht. Schon krasse Scheiße, sag ich mal. So, hier die Fledermäuse, die muss man töten für Goguano. Die droppen quasi dieses Fledermauszeugs. Heiler und Caster sollten ein wenig Abstand nehmen, weil die machen ein Schweigen-AE. Für einen Heiler besonders kritisch und Dede kann halt dann keinen Schaden machen. So, wenn man die Hanswürste hier im Eis platt macht, geht hier diese nette Barriere auf und man kommt zum nächsten Boss, zum Ferkelchen, das einen dann freundlich begrüßt und anspringt und ablecken will, aber da haben wir keinen Bock drauf, deshalb machen wir es platt. Kirschner freut sich, gibt immer schön Leder, aber was der jetzt droppt, weiß ich gerade nicht. Was willst du denn jetzt von mir? Geh weg. So, Fledermäuse immer schön zusammenpullen, platt machen, die haben 6000 Leben, sind Elite, doch? 6000 Leben Elite-Mobs? Okay, alles klar. Kam hier gerade nur ein bisschen wenig vor. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Da vorne links ist manchmal eine Ra-Fledermaus. Die ist jetzt auch da. Eine große Kral... Nee, das ist nicht die Ra-Fledermaus. Große ist ja normal, oder? Nee, das sind... Doch, die große scheint die Ra-Fledermaus gewesen zu sein, die große. Ist ja auch egal. Einfach alles platt machen. Jeder wird sich freuen. So, jetzt kommen wir quasi zum letzten Boss. Nachdem sich die meisten verpissen, hier kann man als allererstes, da denken die meisten nicht dran, die die Quest schon gemacht haben, hier gibt man eine Quest ab, dann nimmt man eine neue Quest an und dann sollte man den Boss machen, weil der dann das Quest-Item droppt. Hier ist er, der gute Mrs. Sharika Klingflanke. So, und da liegt sie, das heißt, einmal looten, Item-Quest hier wieder abgeben und dann verpissen sich die meisten, weil sie den Erfolg für Kreider Klingenhauer haben. Wir sind aber noch nicht durch, weil man kann hier nämlich nochmal nach unten hüpfen. Und einmal in diese Richtung nach oben marschieren. So, das ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, aber immerhin, es ist eine Quest, die auch einen Ring beinhaltet für jegliche Klassen. So, wollte ich schon immer mal tun, stirb. So, dann labern wir den Typen an. Wie gesagt, er hat eine Begleitquest und es gibt hier für jede Klasse eigentlich, für jeden Typen seine Quest. Dann kann ich mal zeigen, wann geht mit dem Typen quasi hier entlang. Muss halt auf den Typen aufpassen, dass er nicht abnippelt. Der rennt hier die ganze Zeit rum. Man muss hier die Schweine und die, die Blubbels hier alle platt machen. Und dann kann ich euch mal zeigen. Also normalerweise rennt er hier links lang. Wer aber hier rechts entlang möchte, der muss das vorher machen, weil ansonsten ist die Quest nämlich fehlgeschlagen, weil der Typ nämlich irgendwann, wenn er zu weit weg ist, spontan despawnt. So, und hier hinten sieht man, es geht nicht weiter. Hier gibt es eigentlich nichts für jemanden zu holen. Wir können hier höchstens noch ein bisschen die Schweine platt machen. Mehr aber auch nicht. So. Wieder in Wolfsgestalt geht es weiter.
quasi den Weg, den hier der kleine Goblin entlang eiert. Der eiert nämlich dann hier entlang. Ach siehst du, ich könnte hier mal schnell den Schleim wegputzeln. Was willst denn du von mir? Schleim her. Ach, kein Beutel, schade. Hast du vielleicht Beutel für mich? Aber natürlich nicht. Lass mich. So, na egal, farmen kann ich dann irgendwann anders auch mal. So, hier oben ist der Übergang, über den wir drüber gelaufen sind. Man erinnert sich, das ist der Flecken, den man nur mal ganz kurz sporadisch zu sehen bekommt. Und dann geht das weiter. Schön durchschlachten hier. Und dann kommt man an die Wurzel. Und zwar, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da vorne kommt sie. Oh, oder auch nicht. Ja, ist halt ein bisschen Weg, ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es lohnt sich halt. Für diejenigen, die kein Account-Equip haben, sowieso, und für jeden anderen wegen der Erfahrungspunkte. Hier kommt die Wurzel. Also man kann bis nach ganz hinten gehen, muss man aber nicht unbedingt. Und dann geht man hier, also der Typ, der rennt dann quasi hier die Wurzel hoch. Lalalala. Und dann sind wir wieder am Anfang. Normalerweise stehen... Danke. So, nochmal. Also, dann geht man hier die Wurzel hoch und normalerweise sind da keine Mobs, weil die hat man vorher schon alle platt gemacht. Die existieren quasi schon gar nicht mehr, weil wir sind hier nämlich am Anfang. Das hier ist die T-Kreuzung und die Mobs werden quasi alle tot. So, dann rennt der Typ hier rein. Der rennt quasi bis hier vorne her und dann kommen hier nochmal ein paar Schweine angerannt. Die macht man einfach platt und bam, fertig. Quests abgeben, Loot kassieren und dann war's das. Krall der Klingenhauer ist komplett fertig. So, ich bedanke mich mal wieder fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, konntet ein bisschen was lernen. Nehmt ein bisschen Rücksicht auf die anderen, die vielleicht die Quest auch noch machen wollen in Zukunft. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Let's Raid WoW. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut und tschüssi.